Babys, herzlich willkommen zurück. Letzte Woche, da haben wir darüber diskutiert, inwiefern es cool ist, Sponsorendeals einzugehen mit Unternehmen, die eventuell Dreck am Stecken haben. Und heute diskutieren wir darüber, welche Methoden es gibt, um Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen. Da gibt es sowas wie öffentliche Kritik oder eben einfach nur boykottieren. Wir gucken, was wirklich effektiv ist. Bleibt dabei. Herzlich willkommen zurück zu der zweiten Folge zu Dreckiges Geld. Lass uns einmal applaudieren. Gebt mir mal eure Chai-Gläser. Ich mache euch ein bisschen Chai rein. Nice. Habt ihr schon mal von der Hornbach-Werbung gehört? 2019? Oh ja, ja, vor kurzem erst. Willst du ein bisschen erzählen, was da passiert? So richtig Stereotype, deutsche Männer verrichten Gartenarbeit und schwitzen sich dabei einen ab. Dann wird diese dreckige, schwitzende Wäsche weggeschickt und verpackt und eingeschweißt, und eine asiatisch gelesene Frau lässt sich die dann in, wo auch immer, ob das ein asiatisches Land ist, wird nicht so richtig, kommt nicht so richtig raus, lässt sich das auf jeden Fall aus dem Automaten raus, riecht daran, und die Line ist dann, so riecht Frühling. Ja, so eine Art, und das war halt, hat halt voll für ganz viel Empörung gesorgt. Viele AktivistInnen haben die da öffentlich kritisiert oder auch einen Call-out gemacht. Shahin, willst du einmal erzählen, was ein Call-out ist? Ein Call-out ist ein öffentlicher Aufruf dazu, sich zu rechtfertigen für die Scheiße, die man gebaut hat. Habt ihr schon mal jemanden öffentlich kritisiert über eure Social-Media-Kanäle oder sonst wie? Ja. Ja, klar. Ja? Ja. Okay. Alle haben mitgemacht, nur ich nicht. Dominik, willst du mal erzählen, wie du... Ich habe zuletzt den CSD, den Berliner CSD, dafür kritisiert, dass nur weiße Menschen in der Organisation sind. Ein Problem, was schon lange Zeit besteht und das auch jedes Jahr nicht verändert wird. Bringen denn Callouts wirklich was? Oft denke ich die Frage, wem bringen sie was? Also, ich merke, ich habe schon auch gemerkt, anhand des CSDs und auch an anderen Beispielen, dass Unternehmen sich teilweise unter Druck gesetzt fühlen und teilweise in Erklärungsnot kommen oder auch versuchen, dadurch angehalten sind, was zu verändern. Allerdings gibt es auch andere Situationen, in denen das, der Brand im Grunde genommen eigentlich nur kostenlose Publicity bekommt. Ich habe hier eine Statistik, die ich auf jeden Fall kenne. Und zwar dreht sich es hierbei um Rapper, denen häusliche und oder sexuelle Gewalt an Frauen vorgeworfen wird. Und da ist es ganz oft so, dass deren Plattenverkäufe nicht zurückgehen, sondern ganz im Gegenteil, dass sie eher nach oben gehen. Es gibt einen Rapper, der ist letztes Jahr verstorben. Und da kann man anhand von Google Trend und Google Suche ganz genau belegen, dass zu dem Zeitpunkt, als seine Ex-Freundin öffentlich gemacht hat, dass er sie, während sie angeblich schwanger war, zu Hause geschlagen hat, dass ab dem Zeitpunkt seine Plattenverkäufe nach oben gingen. Das heißt, für diese Menschen hat es oft den umgekehrten Effekt, den man eigentlich mit sowas erreichen möchte. Weil die Frage, die sich mir dann stellt, ist so, wie wirksam sind dann wirklich Callouts, wenn dann solche Unternehmen, ne, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass halt wir Unternehmen haben, die Sponsoring-Deals haben mit Menschen in der Kreativbranche, wie zum Beispiel Adidas, Prada, Nike, egal, die ganzen, ne, von der ganzen Palette. Und wenn die dann problematisch sind und man sie dann outcallt oder quasi öffentlich kritisiert und dann die Sales steigen, wie sinnvoll ist dann eine Kritikkultur? Das hängt davon ab, also in meinem Fall zum Beispiel, ich habe ja auch Callout betrieben sozusagen, oh Gott, das klingt so bescheuert. Da war es so, dass der JD Sports Store in Köln, wollte keine schwarzen Leute mehr einstellen. Es gab so einen Chat zwischen dem Filialleiter und einem anderen Angestellten. Der Kollege meinte halt, ich hätte da jemanden. Dann meint er, ist der schwarz, weil wir wollen keine weiteren Schwarzen mehr. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Schwarz gemacht. Richtig Voice-Nachricht hinterlassen. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Schwarz gemacht. Die klauen immer dies, das. Wir stellen keine Schwarzen mehr ein. Mir wurde es zugeschickt. Ich habe es direkt so groß, wie ich es konnte, gemacht. Und der Typ hat direkt seinen Job verloren. Okay, das ist voll nice, dass es funktioniert. Aber auf dem Scale, auf dem Level. Yeah. Weil, ne, dann Frage an dich, Shahin. So, würde das funktionieren, wenn es um Adidas geht? Nike, Prada. Ja, ich meine, es geht, also das ist ja im Endeffekt eine Stufe tiefer. Die haben sozusagen jetzt diesen Filialleiter da geopfert für ihr Image. Also der Punkt ist ja, dass die nicht wollen, dass die Leute, die bei JD Sports einkaufen, sind halt die Kunden, ne? Und mit dem, also die wollen ja eben nicht irgendwie mit einem Racist Ideologie, was auch immer, so in Verbindung gebracht werden. Das heißt, es ist natürlich dann
klar, dass sie das canceln, aber wenn das Unternehmen selbst einen Werbespot macht, bei dem das irgendwie so obviously ist. So Leute haben sich an einen Tisch gesetzt, ein Konzept geschrieben, Drehtermine gemacht. Ja. Keiner fand es problematisch. Es sind so viele Leute am Start gewesen so, und alle waren so, ja geil und so, alle haben ihr Geld gekriegt und dann wird es veröffentlicht und dann, man weiß das ja halt, ne? Also man weiß ja, Leute, die in der Werbebranche arbeiten, denken das ja mit. Selbst wenn du Kritik innerhalb deines Teams äußerst an Entscheidung XY, hast du ja noch lange nicht unbedingt Vetorecht oder so. Und ich finde, das macht halt auch oft die Position von BPOC oder queeren Menschen oder so in solchen Strukturen so schwierig. Weil selbst wenn ich als Frau sage, keine Ahnung, wenn ich in irgendwelchen Drehbuchkorrekturen drin saß oder so, so eine Sachen habe ich auch gemacht. Ich war so, ey, die Stelle ist voll problematisch. Alle anderen finden es geil. Weißt du, das heißt noch lange nicht, dass das funktioniert, nur weil ich das mache, dass das überhaupt gehört wird. Voll, gehe ich voll mit. Aber stell dir mal vor, du bist jetzt in dieser Struktur drin, du kennst jemanden wie Case. Case hat eine Reichweite. Und du sagst dann, ey, mach mal bitte hier ein bisschen Welle und mach dann im besten Fall machst du auch noch einen Hashtag. Wäre das dann der Weg, also würde das dann dazu führen, dass sich da was ändert? Weil ich habe gerade gehört, nein, also wo ist... Nee, vom Ding her nicht. Ich glaube, man muss auch einfach unterscheiden. Also wenn man Individuen outcallt, dann würde ich eher für sowas wie Call-in plädieren, dass man so eher das private, persönliche Gespräch sucht, weil das ist eine nachhaltigere Lösung. Wenn du daran interessiert bist, dass Leute ihre Positionen reflektieren, musst du denen auch den Raum geben, das zu machen und nicht die direkt in diese öffentliche Bestrafungs-Schämungsecke stellen. Da ändert sich ja keiner. Wenn du in der Ecke stehst und dich schämst, dann hast du einfach nur Angst und du gehst einfach nur in Verteidigungshaltung. Macht jeder von uns. Gehe ich voll mit. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, über Red Bull und dann der Geschäftsführer, der so teilweise problematische Sachen mitsagt, ne, der auch Mitgründer Dietrich Mateschitz. Dem Bruder, den würdest du jetzt anschreiben und sagen, ich möchte bitte, dass du dich positionierst. Wie würdest du da vorgehen? Ich würde den nicht anschreiben. Aber du meinst ja gerade eine individuelle Person quasi öffentlich kritisieren und sie quasi einladen. Ja, aber das suche ich mir ja aus, wen ich kritisiere. Also zum Beispiel, wenn ich Rapper XY outcalle und sage, guck mal, das und das propagierst du und gleichzeitig sind hier schon wieder frauenverachtende Lines auf deinem neuen Album. Digga, was soll das? Oder denk doch mal mit. Und diese Person, das ist auch schon passiert, dass Rapper auf mich zukamen und gesagt haben, ey, ich habe da so noch nie drüber nachgedacht, vielen Dank. Und es ist die Seltenheit. In den meisten Fällen ist es dann so, halt's mal. Und du bist so, ja, yeah, okay, no surprise. Okay, I'm good. Und manchmal funktioniert das halt. Das funktioniert ja auch nicht immer. Aber du kannst halt immer nur mit deiner Intention so weit gehen, wie du gehst. Ich brauche nicht mich mit einem 70-jährigen weißen Österreicher hinsetzen. Okay, dann verstehe ich voll. Ich kann es voll nachvollziehen. Aber wie gehen wir dann vor? Ich meine, ne, wollen wir das dann einfach die Verantwortung abgeben und sagen, Unternehmen, die so und so und so sind, die problematisch sind, wie wir letzte Woche besprochen haben, die lassen wir dann einfach, weil wir sowieso nichts machen können. Also was sind dann quasi die Methoden zu sagen, wir ziehen euch jetzt zur Verantwortung? Ich glaube, es gab zu diesem Hornbach-Ding so eine Gegen. Ja, also bei dem Hornbach-Ding haben sich so ein migrantischer Verein von unter anderem asiatischen Frauen hat sich dann dagegen positioniert und so einen Brief geschrieben, warum das nicht in Ordnung ist und was die von denen erwarten, was für eine Art von Entschuldigung die auch erwarten, dass das von allen Kanälen runter soll, bla bla bla. Und Hornbach hat sich dann nicht besonders kooperativ gezeigt. Also es war kein erfolgreicher Gegenschlag. Haben sie ein Statement abgegeben? Hornbach? Ich glaube, die haben das versucht, so, wenn ich das recht in Erinnerung habe, so ein bisschen schön zu reden. Also, dass das gar nicht so gemeint war. Das ist halt das Ding. Und, ja. Ne? Also so ein bisschen die Deutungshoheit dann auch wieder so zu sich genommen in Bezug auf diese Kampagne. Weg von den Ich glaube, es hängt halt oft davon ab, wie groß die mediale Präsenz ist. Ich meine, wenn jetzt wie bei der H&M-Kampagne zum Beispiel alle mitmachen und alle Artikel drüber schreiben, dann müssen die es unternehmen, dann müssen die Kampagne sofort beenden. Aber klar, wenn der erste Typ einfach nur einen Stein wirft und sagt so, ey, das ist nicht cool, das ist rassistisch. Warum sollten sie? Ja. Aber wenn der Druck zu hoch ist, dann müssen sie halt. Es geht auch deswegen ist alles, was man machen kann, ist andere Leute akquirieren und die dazu befördern, das auch mitzumachen. Also ich glaube, die Zielsetzung, also du wirst nicht das Ziel erreichen, dass du den jetzt irgendwie so einen kompletten Gegenschlag verpasst, so, weil auch die Kampagne ist draußen, darüber wurde geredet, also das ist schon mal Win-Win, also Win für die. So, ne? Aber was halt dass der Call-Out auch ermöglicht, ist, dass sich einfach Leute untereinander solidarisieren können. So. Also dass du halt mitkriegst, irgendwie, dass es ein Thema ist und dass dieses Thema halt dann so öffentlich diskutiert werden kann. Wobei ich aber auch dabei bin zu sagen, wenn Leute in so Unternehmen arbeiten und irgendwie Call-Outs oder Call-Ins in ihren Unternehmen machen, so Situationen, ist das voll oft auch nicht möglich, weil die einfach dann auch direkt gecancelt werden. Also die sind dann diejenigen, die im Endeffekt die Konsequenzen davon tragen. Und das ist halt so ein Ding. Also man hat halt von öffentlichen Call-Outs hat man nicht so viel selbst zu befürchten. Also wenn du jetzt als eine Person oder als mehrere Personen im öffentlichen Raum ein Unternehmen kritisierst, kann dir im Endeffekt nichts passieren. Wenn ich jetzt von meiner eigenen Lebensrealität spreche und ich würde gerne ein Medienhaus kritisieren dafür, dass sie uns alle Hungerlöhne zahlen, so, dann bin ich ja nicht die Einzige, bei der das so ist, sondern es geht ja der ganzen Branche so. Aber bekomm mal eine ganze Branche dazu, gegen die Hand, die sie füttert, da Dreck drauf zu schmeißen. Ja. Ich habe da keine gute Strategie. I don't even know.
Ich frage mich halt, wie das wäre, wenn man halt eben nicht in den Strukturen sitzt, was dann quasi die Verantwortung ist von unterschiedlichen KonsumentInnen und von Menschen, die halt MeinungsbildnerInnen sind in den sozialen Medien. Und da wollte ich einfach mal bei dir andocken. Du hast ja eine Kooperation mit Nike und im Blick auf die Kaepernick-Kampagne. Nur als Kontext für euch da draußen auch nochmal, Colin Kaepernick hat 2016 Schlagzeilen damit gemacht, dass er sich für die US-Hymne im Footballstadion nicht, also er ist nicht stehen geblieben, hat sich hingekniet, hat nicht mitgesungen. Und das aus Protest gegen die rassistisch motivierte Polizeigewalt in den Staaten. Die Leute als Reaktion, die dann gesehen haben, okay, Nike hat eine Kooperation, sind dann so, das ist so verlogen von euch, dass ihr das quasi nutzt, um quasi irgendwie, um eine gewisse Zielgruppe zu erreichen. Aber gleichzeitig könnte man doch in dem Moment auch einfach sagen, krass, man, die haben einfach Haltung bezogen. Klar, das kann man so und so sehen. Ich finde aber auch, dass es im Grunde um das, dass sie sich positioniert haben, eine krasse Außenwirkung hatte. Und das ist auch, wie wir schon vorhin mal besprochen haben, dass eben solche Kampagnen bestimmt auch immer zwei Seiten haben. Einmal ist es natürlich die Sichtbarkeit des Brands, aber zum anderen ist es geknüpft an eine wichtige Botschaft nach außen, die dadurch nach außen getragen wird. Ich will nur mal mit reinwerfen, also nach dieser Kampagne sind die Online-Verkäufe in Nordamerika um 31% gestiegen. Damn, nice. Das ist krass. Also das ist jetzt nicht irgendwie, das kann man nicht irgendwie auf was anderes schieben. Also ich glaube schon, dass da irgendwie eine starke Verbindung da ist. Und dann, wenn da irgendwie Boykottaufrufe sind, ist halt für mich die Frage, sind diese sinnvoll? Würdet ihr hier am Tisch bei solchen Sachen mitmachen? Auf gar keinen Fall. Kaepernick hat doch richtig viel Geld damit verdient. Und das war, nachdem er seinen Job verloren hat. Er hatte eigentlich schon das perfekte Leben. Er hat dieses Knie, er hat sich hingekniet, hat dadurch seinen Job verloren, mit dem er Millionen im Jahr verdient hat. Und dann kam Nike und hat ihm mehr oder weniger noch mal raufgeholfen, damit er überhaupt noch weitermachen kann mit irgendwas. Ist doch super. Ich bin pro Nike bei der Sache. Man hat echt Schnips, nein, Bruder, echt Schnips. Ja, also die Verkäufe sind um 31% gestiegen in einem Jahr, weil es auch ganz klar ist, dass damit einfach die schwarze Zielgruppe in den USA angesprochen wurde. Also du hast ja, das war einfach ein genialer Marketing-Coup von Nike zu sagen, wir nehmen das jetzt, wir nehmen alle Leute, die in dieser Meinung und in dieser Position übereinstimmen und holen die ab mit diesem Spot so. Und dann frage ich mich halt so, ah krass, okay, das heißt wahrscheinlich, dass voll viele Leute, die so pro Black Lives Matter sind und irgendwie sich in diesem Kurs engagieren, dann losgegangen sind und sich Klamotten von Nike gekauft haben. Und denke ich mir so, ja, warum, also jetzt hat Nike das Geld, was Black Lives Matter eigentlich bräuchte, um weiterzuarbeiten, so, weißt du, also, ne, wenn du so denkst, okay, ich bin, das ist das, was mich daran anzeigt, so, krass, so politische Message, dies, das, dann nimm doch deine Kohle und gib die doch den Leuten, die diese Message, also die, das, die daran arbeiten und geh nicht in irgendeinen Nike-Store und kauf dir irgendeinen Schuh oder irgendein Shirt oder irgendwas mit einem Swoosh drauf, so. Ja, aber der Schuh mit seinem Gesicht hinten auf der Hacke drauf, was hast du denn davon? Der sah echt nice aus. Ich verstehe das. Und es ist einfach nur das Bild, ich will es auch repräsentieren. Ich stehe genau für dieselbe Sache. Und das soll jeder sehen. Guck in den Spiegel, du stehst für dieselbe Sache. Word, sowieso. Aber an sich ist es trotzdem schön. Es war einfach ein schönes Gefühl, sowas zu tragen. Lass uns doch mal kurz gucken, was das Publikum so denkt. Nehmt gerne die Karten, die unter euren Tischen, Entschuldigung, die Stühle, Tische, lol, Stühlen liegen. Und ich lese euch jetzt einfach mal Sätze vor und ihr könnt mir signalisieren und zeigen, ob es für euch ein Ja oder Nein ist. Der erste Satz ist: Nike hat diese Kampagne mit Colin Kaepernick nur gestartet, um ein breiteres Publikum zu gewinnen. Ich sehe die meisten sagen ja, ich sehe zwei Nein. Ich will total gerne hören, warum du glaubst, dass es ein Nein ist. Wir wissen es ja alle nicht. Deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, einfach das zu unterstellen. Also immer der Person oder dem Unternehmen was Schlechtes zu unterstellen. Besonders gerade auch in der ganzen Diskussion, wenn wir von Unternehmen sprechen. Im Endeffekt sind es Unternehmen, die uns helfen, unser Essen auf den Tisch zu bringen. Das heißt, diese Herangehensweise, dass alles, was Entrepreneurship und Geld und mit sich bringt, schlecht ist. Ja, wenn man das denkt, dann muss man irgendwie an... wo kann man hinziehen? Ich weiß nicht. Ich kann dir nicht mal ein Land sagen, wo du hin kannst. Wahrscheinlich musst du in den Wald. Und das will von uns keiner, wenn wir ganz ehrlich sind. Von daher muss man sehen, wie man es besser machen kann, natürlich. Aber ich finde gleichzeitig, man kann nicht diejenigen, die etwas machen, kritisieren, weil etwas davon falsch läuft. Oder nur kritisieren. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, weil im Endeffekt... genau, snipp mal dafür. Ich finde, das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, was wir noch nicht gesagt haben und was mega wichtig ist, ist, dass Unternehmen gar nicht die Verantwortung dafür tragen, dass irgendwie unsere Gesellschaft eine bessere wird. Weil
das ist eigentlich Aufgabe von dem System und von dem was das System organisiert, was im Endeffekt der Staat ist. Das heißt, der Staat muss Gesetze schaffen, die diese ganzen Sachen ermöglichen, die Zugang zu Ressourcen ermöglichen, die irgendwie Gleichberechtigung ermöglichen und so. Und wenn Unternehmen springen immer auf die Welle mit, die ihnen halt was bringt, weil das ist, was ein Unternehmen ist, so profitorientiertes Unternehmen. So, wir sind im Kapitalismus, jedes Unternehmen hat genau dieses Ziel. Und das ist nicht, also das glaube ich auch nicht, was ich in der Verantwortung sehe, dass irgendwie die Welt besser machen müssen, aber sie müssen sie auch nicht schlechter machen. Ja. Ich würde gerne, darf ich noch kurz auf das eingehen, was du gesagt hast? Ich glaube halt nicht, dass Nike uns hilft, unser Brot, wie hast du das gerade formuliert, dass Nike uns unser Brot... Hilft uns, in der Lage zu sein, unser Brot auf den Teller zu bringen. Genau, es ist genau andersrum. Wir helfen Nike, ihr Brot auf den Teller zu bekommen. Naja, es ist eigentlich ein... Eben, absolut. Es ist ja ein... Es ist ja nicht nur ein ausgenutzt werden, sondern es geht von beiden Seiten. Du nickst auch? Ja, also es ist ja auch ein Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin, absolut. Nike. Ja, aber du hast einen Arbeitgeber, der Arbeiter beschäftigt, die einen Mehrwert raufarbeiten für dieses Unternehmen, von dem sie nicht profitieren. Ist das bei jedem Gewerbe so? Eben, genau das ist Kapitalismus. Deswegen müssen wir nicht Nike dankbar sein, sondern Nike muss uns dankbar sein. Weißt du, deswegen finde ich diesen Gedanken falsch, weil Arbeiter ja immer einen Mehrwert produzieren im Kapitalismus, der verkauft wird. Das heißt, das, was wir zu viel produzieren und wovon wir keine Teilhabe haben, weil Nike keine Genossenschaft ist, das ist Nike sein Brot. Also wir machen Nike sein Brot, nicht andersrum. Aber wenn es für uns keinen Mehrwert gäbe, würden wir nicht arbeiten. Wir müssen arbeiten, weil wir Geld brauchen, um zu leben. Verantwortung tragen alle, würde ich sagen. Ja, aber auf jeden Fall. Ich glaube einfach nicht, dass man so erwarten sollte von der Firma, dass sie dafür sorgt, dass irgendwie Kapitalismus in Grund und Boden gestampft wird. Ganz genau. Also das passiert halt nicht. Deswegen ist auch dieses ganze Repräsentationsding für mich so ein Ding, was irgendwann in die Klippe runterfällt, weil das immer nur bis zu einem bestimmten Punkt geht mit denen. Also findet ihr nicht auch, dass, wir reden ja die ganze Zeit über Haltung und auch über Positionierung, ne? Und findet ihr nicht auch, dass wenn Personen oder Unternehmen sich erst dann positionieren, wenn es gar nicht mehr anders geht, weil sozusagen der moralische Druck so groß geworden ist durch, keine Ahnung, Social Media Outcasts oder wie auch immer, dass man sich erst dann positioniert, dass das keine Haltung ist, sondern Opportunismus? Ich finde es schade, dass es so ist, aber ich verstehe, warum es so ist, weil es, wie wir schon die ganze Zeit sagen, immer noch ein Gewerbe ist und das Ziel des Gewerbes ist es, mehr Geld zu verdienen, damit mehr Leute arbeiten können. Na, und natürlich nicht damit auch, mehr Leute arbeiten Ja, natürlich, können. Aber umso mehr das Leute können sie einstellen, umso mehr können sie schaffen und umso mehr... Es geht um Profit am Ende. Profit. Ja. Wie seht ihr das da draußen? Unsere KT-Fam, findet ihr Unternehmen boykottieren ist sinnvoll und wirksam? Schreibt uns das in die Kommentare. Ich bin neugierig. Wir lesen alles durch. Ihr wisst, wie immer, abonnieren, Daumen hoch, Herzchen, Glocke, alles. The whole deal. Case, du hast ja auch schon mal boykottiert, eine Marke. Welche war das und warum? Tommy Hilfiger war mal bei, also er selbst war mal bei Oprah Winfrey gewesen. Da war ich noch ein Kind gewesen, das muss ewig lang her sein. Und hat damals im Interview, also dort bei Oprah gesagt, hätte er damals gewusst, als er mit der Marke angefangen hat, wie viele Schwarzen, also wie viele da draußen seine Marke tragen würden, hätte er sie niemals gemacht. Okay. Also habe ich natürlich als Kind für mich und alle in meiner Nachbarschaft haben denselben Schluss gezogen, wir ziehen nie wieder Tommy Hilfiger an. Haben wir alle nicht gemacht. Das Lustige ist, wir haben halt nach dem Vorgespräch sind wir nochmal in die Recherche gegangen, wir konnten als Redaktion nicht die Quelle finden, wir konnten nicht herausfinden, dass es wirklich stimmt, das war eigentlich mehr so eine Sache, die ein Rumor ist. Aber du hast als Konsequenz quasi für dich entschieden, okay, ich werde die Sache nicht mehr konsumieren. Absolut. Und die Frage, die sich für mich stellt, ist so, wenn wir eine öffentliche Kritikkultur haben und wir Menschen in den sozialen Medien mit einer großen Reach für einen Boykott aufrufen können, aber das vielleicht manchmal auf Rumors basiert, dann sollte man es nicht machen. Man muss es wirklich sehen, für sich selbst entscheiden dann auch. Weil du kannst nicht einfach deswegen, das würde ich niemals machen, wenn es irgendwo steht, würde ich immer erst das selbst hinterfragen und versuchen, was selbst rauszufinden darüber. Und wenn ich das nicht kann, dann würde ich nicht drauf. Ich glaube, das ist auch oft ein Problem bei Call-Out-Culture und bei Shitstorms, dass ein Teil der Menschen sich eigentlich nicht selbst davon überzeugt, sondern im Grunde mal fahrende Züge aufspringt. Absolut. Das sehe ich tatsächlich als wirklich problematisch. Können wir dann einmal kurz sammeln, so diese Call-Out-Kultur, öffentliche Kritik äußern. Was ist wichtig, wenn wir, ne, jetzt nochmal Sprache an unsere KT-Fam da draußen, das sind durchschnittlich vielleicht Menschen, die nicht eine riesige Reichweite haben, die gerne mal mitmachen quasi in solchen Out-Call-Sachen oder vielleicht auch teilweise sowas starten. Was sind die Sachen, die ihr unseren Leuten, unserer Community mitgeben könnt? Was ist wichtig, wenn wir outcallen oder wenn wir boykottieren? Fang gerne an. Glaubt nicht alles, was ihr lest, glaubt nicht alles, was ihr hört. Bildet euch eure eigene Meinung. Versucht sachlich euer Anliegen zu vertreten und zu kommunizieren und trotzdem versuchen auf Augenhöhe mit den Leuten in Kontakt zu treten. Ich würde auf jeden Fall sagen, diskutiert es mit euren Nächsten, also wirklich nicht nur im Internet und nicht nur irgendwie so performativ, sondern redet mit Leuten in eurem Umfeld darüber
diskutiert die Pros und Kontras, findet euren eigenen Outcome davon und setzt auch was davon in die Tat um. Also leitet irgendeine Action davon ab. So, lasst es nicht nur dabei, dass man sich beschwert und dann hofft, dass andere was machen. So. Also die Wut oder die Verzweiflung über irgendeinen Vorteil solltet ihr auf jeden Fall so als Energie nehmen und die für euch nutzen, aber trotzdem nicht mega krass im Affekt handeln, weil man kann Sachen oft nicht zurücknehmen, die man irgendwie so online gestatet hat. Und Sachen haben auch Konsequenzen und man muss da schon genau drüber nachdenken, mit was man in die Öffentlichkeit rausgeht. Recherchieren auf Augenhöhe, nicht nur im Denken und Diskutieren bleiben, sondern auch in die wirklichen Aktion gehen. Nicht nur auf so einem Affekt handeln, sondern wirklich nochmal ne, gucken und holistisch an die ganze Sache rangehen. Danke, 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 dass ihr reingekommen seid. Ich freue mich sehr, dass wir über die Sachen diskutieren konnten. Danke, dass ihr zugeschaltet habt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Kommentiert ganz fleißig unten rein. Lasst uns die Diskussion weiterführen. Wir können hier immer nur Impulse geben. Danke euch, dass ihr reingekommen seid. Können wir einmal applaudieren für unsere Gäste. Wenn ihr den ersten Teil von dieser Diskussion verpasst habt und sehen wollt, von wem sich unsere Gäste sponsern lassen würden und von wem nicht, dann klickt doch mal hier. Und wenn ihr das Video von den Kolleginnen von True Doku über Teenie-Bosse sehen wollt, dann klickt doch mal hier. Und wenn ihr richtig Bock habt, noch mehr Videos von uns zu sehen, abonnieren, Glocke läuten, liken. Ne, Pookie? Liken, Glocke läuten.